Ich male ein Bild mit all meinen Kunstmaterialien. Dafür habe ich erstmal alles sortiert und dann habe ich mit meinem Bleistift die Skizze erstellt. Als nächstes sind die Buntstifte dran. Damit habe ich die Haut der beiden Mädels gemalt und alles, was überblieb, kam in diese Tasche. Mit meinen Alkoholmarkern habe ich das eine T-Shirt ausgemalt und mit meinen Aquarellfarben das andere. Dann ging es weiter mit meinen Stiften. Die habe ich einfach irgendwo platziert, Hauptsache benutzt. Und mit den Feinlinern habe ich dann dieses süße Sternchenmuster gemacht. Und dann waren auch schon die Acryl- und Gouache-Farben dran. Ich habe ähnliche Farben ehrlich gesagt einfach zusammengemischt und die neuen Farben dann genutzt, um das Bild etwas aufzuräumen. Oh, und dann habe ich noch mehr Buntstifte gefunden und die einfach irgendwo ins Chaos dazu geschmissen. Dann kamen noch ein paar Wachsmaler dazu, ein Pustestift, dieses komische Ding und ein wenig Tusch aus meiner Random Box. Als letztes habe ich noch mein Öl aufgetragen und mit einem Kuli unterschrieben. Und das ist das Endergebnis.